Seid gegrüßt, liebe Serienfreunde. Ab dem 6. November startet bei uns auf Sky und Sky Ticket die erste Staffel der düsteren Neo-Western-Serie Tinstar, in der Tim Roth als Sheriff einer kleinen Gemeinde in den Rocky Mountains seinen ganz persönlichen Albtraum erlebt. Bevor wir euch allerdings verraten, um was es in dieser Serie genau geht, seht ihr jetzt erst einmal den deutschen Trailer zur ersten Staffel. Nur auf Sky. Also gut, wenn du existierst. Dad! Dann bring mich nüchtern durch den Tag. Der Serienstart. In der Fremde sind seine Dämonen so nah. Finde sie und bring sie um. Tim Roth, Christina Hendricks. Fürchten Sie sich vor bösen Jungs, Chief? Tinstar. Ab 6. November auf Sky Atlantic HD und auch auf Abruf. Im Mittelpunkt der Serie steht der ehemalige Londoner Detective Jim Worth. Dieser wird gespielt von keinem geringeren als dem Schauspieler Tim Roth, welcher natürlich vor allem durch die Kultfilme von Starregisseur Quentin Tarantino bekannt sein dürfte. Zu Beginn der Serie zieht es Jim nach einem Alkoholentzug von der Großstadt London in die malerische Idylle der kanadischen Rocky Mountains. In der Kleinstadt Little Big Beer will er zusammen mit seiner Frau Angela und den gemeinsamen Kindern Anna und Peter in ein neues Leben starten und als örtlicher Polizeichef arbeiten. Während es seiner Familie anfangs schwerfällt, sich in der abgelegenen Kleinstadt einzuleben, kommt das ruhige Leben dem trockenen Alkoholiker Jim natürlich sehr entgegen. Doch dann errichtet plötzlich die Firma Nord Stream Oil in der Nähe der Stadt eine Raffinerie, um Treibstoff aus Ölsand zu gewinnen. Die Kleinstadt wird plötzlich von billigen Wanderarbeitern nur so überrannt und bald halten auch Drogen, Prostitution und auch das organisierte Verbrechen Einzug in Little Big Beer und drohen die Idylle zu zerstören. Jim versucht der Kriminalität Einhalt zu gebieten und Recht und Ordnung in der Stadt zu wahren. Als er jedoch eine schockierende Entdeckung macht, eskaliert die Situation vollends und es kommt zu einem tödlichen Anschlag auf ihn und seine Familie. Wen es dabei genau trifft, wird an dieser Stelle natürlich noch nicht verraten. Nur so viel sei gesagt, diese Tragödie verwandelt ihren malerischen Zufluchtsort in den Bergen in ein höllisches Gefängnis, aus dem sie nicht mehr entkommen können. Und auch die düsteren Geister seiner Vergangenheit holen Jim immer wieder ein. Von der erschütternden Brutalität, die seine Familie erfahren musste, am Boden zerstört, rufen die furchtbaren Ereignisse sein unterdrücktes alter Ego aus Undercover-Zeiten Jack Devlin auf den Plan. Und dieser versucht sogleich, Jim davon zu überzeugen, blutige Rache zu nehmen. Sein innerer Dämon frisst ihn fortan auf und so lässt Jim endlich Devlin raus, der für die Stadt weitaus gefährlicher wird als die Kriminellen selbst. Tinstar ist eine epische, dramatische und harte Neo-Western-Serie über die Zerstörung der Unschuld, Mord, Trauer und eine alles auslöschende Rache vor der idyllischen Kulisse einer Kleinstadt in den kanadischen Rocky Mountains. Top besetzt natürlich in vorderster Front mit Tim Roth, der in einer Tour de Force und mit einer beklemmenden Charakterstudie als Polizeichef auf Rachefeldzug besticht. Als Showrunner der Serie fungierte Rowan Joff, der für The American mit George Clooney und dem Psychothriller Ich darf nicht schlafen die Drehbücher schrieb. Außerdem spielt Madman-Sirene Christina Hendricks die Rolle der Chefin des Ölkonzerns. Die 10-teilige erste Staffel der Serie wurde übrigens von der britischen Produktionsfirma Kudos im Auftrag von Sky und Amazon produziert und wird in Deutschland nach der TV-Premiere auf Sky Atlantic HD exklusiv auch auf den Streamingdiensten Sky Go und Sky Ticket zum Abruf für uns bereitstehen. In den USA läuft die Serie dann wiederum exklusiv auf Amazon Prime. Gerade auch in Bezug auf die Finanzierung scheint dies ein Erfolg versprechendes Modell zu sein, um eine neue, qualitativ hochwertige Serie zu produzieren. Immerhin haben Sky und Amazon ja bereits bekannt gegeben, dass es definitiv eine zweite Staffel von Tinstar geben wird. Gedreht wurde übrigens in der kanadischen Provinz Alberta. Dabei fungierte der Ort High River, der rund 50 Kilometer nördlich von Calgary liegt, als die fiktionale Stadt Little Big Beer. Weitere Außenaufnahmen entstanden in Waterton in der Nähe der US-Grenze im gleichnamigen Nationalpark. Wir sind gespannt, ob euch dieser düstere Mix aus Polizthriller, Action-Drama und Milieustudie gefallen wird. Es gibt durchaus einige Stellen, die äußerst brutal daherkommen und daher eher nichts für zart beseitete Nerven sind. Nichtsdestotrotz können wir euch Tinstar mit ruhigem Gewissen empfehlen und freuen uns schon auf eure Kommentare zur ersten Staffel. Falls euch dieses Video gefallen hat, zeigt uns dies bitte in Form eines Likes und natürlich freuen wir uns auch über jegliche Form von einem Feedback. In diesem Sinne, viel Spaß noch auf dem Kanal Stream Wars und möge der Stream mit euch sein. Bis bald.